Seid gegrüßt zurück zu Stronghold Crusader. Wir sind in Mission 5, Jerusalem. Rückeroberung der heiligen Stadt. Nachdem die Hauptstreitmacht der Europäer samt vieler ihrer Anführer dezimiert wurde, trifft Saladin in Jerusalem ein. Er lässt seine Truppen rasten und plant sorgfältig die Belagerung. Das letzte Gefecht. Jerusalems beste Verteidigung sind die gewaltigen Stadtmauern. Der schwächste Punkt liegt im nordöstlichen Gebiet. Wenn die Mauern gefallen sind, müssen die Europäer sich ergeben. Okay, wir sollen alle feindlichen Einheiten erledigen. Wartet, bis die gegnerischen Ritter auf euch zukommen. Positioniert eure Feuerwehrverweise, sonst werden sie eure Armee in Brand setzen. Verteidigt eure Feuerballisten um jeden Preis mit Hilfe eurer Schwertkämpfer und Meuchelmörder. Zerstört zuerst die Wassertröge und setzt dann die Stadt in Brand. Wir sollen Jerusalem in Brand setzen? Ach, da gucken wir mal, ob wir das nicht auch ohne hinkriegen. Pause. Das sind eine Menge Ritter. Wenn wir die Ritter erledigt bekommen, da brauchen wir die... Also wir müssen die Stadt dann nicht in Brand setzen. Müssten wir auch so hinkriegen. Ich meine, wir haben 4, 5, 6, 7, 8 Feuerballisten. Fortsetzen. Die sammeln wir mal in der Mitte. Hat er von wir haben auch wieder die, die arabischen Baumeistersprüche. So, patrouilliert mal ein bisschen und ihr bleibt mal weg. So. Na? Angeblich kämen die alle auf mich zu. Vorne das Tor können wir mit den Feuerballisten recht leicht erledigen. Die weiß ich nicht, ob die nicht unter Umständen sogar dieselbe Reichweite haben. Die könnten ein Problem sein, aber wir werden dann die Bogenschützen zuerst erledigen. Ach, die vier werden auch nichts erreichen. Und dann würde ich sagen, wir erledigen hier vorne die... Da den Turm, da oben den Turm und den Turm. Und auch hier den Turm. Und schauen mal dann. Stellen wir ein bisschen schneller, also. So. Wie wir das alles erledigt bekommen, ohne dass wir... Oh, da kommt doch ein bisschen auf... Einmal. So. Nun, hier eine Feuerballiste dann so ein bisschen angeknackst. Hier sind ein paar Schwertkämpfer. Viele. Moment. 17. 17 Schwertkämpfer, das ist, sind nicht so viele. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Schwertkämpfer hat er. 16. Gehen wir trotzdem hin. Aber es könnte auch einfacher laufen. Ich werde die Türme besetzen. Problematisch sind die Keul... Vega. Gut, das war's dann mit den Rittern. Wenn man Ritter ausschalten will, dann sind Feuerballisten immer noch eine der effektivsten Varianten. Fahrt man näher ran. Achso, der Angriffsspruch ist dann...
Faszinierend. Der Angriffsspruch ist dann doch der europäische. Der schießt auf euch. Wir geben unser Bestes. Wir haben mehr Reichweite, gut. Ich finde es schön, dass Jerusalem liegt ja eigentlich auf dem Berg. Dass. Ja, komm, stellt euch mal hier hin. Dass das Tor zu bleibt. Und außenrum ist alles gefühlt höher als der Berg. Aber das ist ein anderes. Ich finde die Burgen im Kampagnenbereich sowieso alle etwas. Ja, du hast halt die Burgen von Städten und sieht halt nicht so aus, ne? Als wäre da eine Stadt oder so dahinter. Ich meine jetzt nicht riesengroß, die waren ja zum großen Teil auch nicht riesengroß, aber unser Bestes. Aber es ist ja praktisch nichts dort. Oft. Dann wollen wir mal schauen, wie kriegen wir hier die am besten erledigt. So, den haben wir auch. Und die haben wir. Schauen wir mal, ob wir die Bogenschützen dort hinten noch kriegen. Und dann werden wir das Torhaus einreißen. So. Gut, die haben ja auch. Dann kommt ihr jetzt mal hier runter. Ein guter Mann. Klettern mal da hoch. Das ging schnell. Kommt ihr mal hier hoch? Ihr kommt hier rein. Müssen wir aufpassen, dass wir die Stadt nicht anbrennen. Wäre schon was, wenn wir nicht Jerusalem abbrennen würden. Das würde schlecht aussehen. Ja, die Keulenträger haben wir hier dann auch erledigt. Komm mal hierher und dann stellen wir euch mal auf eine Patrouille hier rüber. Oder ich stelle das einfach gleich hierher. Komm mal auf den Bergfried. Gut, ihr lauft zu. Dann können wir jetzt auch. Ob das klug ist, dann weiß ich nicht. Ihr habt gerade die Kathedrale angeschossen, das ist auf jeden Fall eine schlechte Idee. Ja, das funktioniert doch ganz gut. Den Bergfried haben wir schon mal unter unserer Kontrolle. Also im Moment sieht es so aus, als würden wir das hinkriegen, ohne ein Gebäude zu zerstören. Ja, das hat doch gut geklappt. Okay, das war's dann mit der Saladin-Kampagne.
Saladin spricht in seinem Zelt mit einem europäischen Abgesandten, während draußen die Schlacht weiter tobt. Kurz darauf ergibt sich die Stadt bedingungslos. Doch Saladin lässt viele Europäer ihre Freiheit erkaufen. Sie kommen in zwei Reihen aus der Stadt. Eine steht für Freiheit, die andere für Sklaverei. Okay. Das war's mit der mit Saladins Eroberungszug. Als nächstes kommt der Kreuzzug des Königs. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.